Die 10 gefährlichsten Hunderassen für den Menschen. Welche der mehr als 340 Hunderassen der Welt sind für den Menschen am gefährlichsten? Lassen Sie uns nachdenken. Ein Chihuahua? Der ist doch zu süß, um gefährlich zu sein, oder? Was ist mit einem Shih Tzu? Er scheint keine Gefahr für Sie zu sein, außer dass er seine Haare überall verteilt. Was ist mit dem Mops, der Sie mit seinen großen Augen anstarrt? Es besteht keine andere Gefahr, als Ihre Emotionen mit seinen Augen zu manipulieren, die aussehen, als würden Sie immer nach etwas fragen, richtig? Es ist schwer, diese niedlichen kleinen Mini-Rassen zu betrachten und an die Gefahren zu glauben, die andere Hunderassen für Menschen darstellen könnten. Aber warum greifen Hunde überhaupt Menschen an? Manchmal ist der Grund der Instinkt, um sich selbst und ihr Territorium zu schützen. Und manchmal können sie krank, verletzt oder unerzogen sein. Wenn Sie ein wenig zu diesem Thema recherchieren möchten, werden Sie vielleicht auf verschiedene Listen stoßen. Denken Sie daran, wir haben diese Liste auf der Grundlage der von dogsbite.org ermittelten 14-Jahres-Periode zwischen 2005 und 2018 in den Vereinigten Staaten erstellt, in der tödliche Hundeangriffe gemeldet wurden. Nummer 10. Dobermann-Pinscher. Sie wurden 1890 von Louis Dobermann in Deutschland entwickelt und sind extrem muskulös und sehr elegant aussehende Hunde. Sowohl Rüden als auch Hündinnen sind skeptisch und können plötzliche Aggressionen gegenüber Fremden zeigen. Dem Bericht zufolge verursachten sie in 14 Jahren 6 Todesfälle in den Vereinigten Staaten. Nummer 9. Boxer. Bekannt für seinen fröhlichen und verspielten Charakter, entstand der Boxer im 19. Jahrhundert in Deutschland. Obwohl er für seine unterhaltsamen Eigenschaften bekannt ist, sollte sein Platz unter den starken und großen Hunderassen nicht übersehen werden. Diese massive Rasse hat in den letzten 14 Jahren 7 Menschen getötet. Nummer 8. Labrador Retriever. Labrador Retriever, bekannt für ihre Intelligenz und leicht zu erziehenden Eigenschaften, sind eine Rasse, die in Neufundland, Kanada entwickelt wurde. Diese Rasse, die vor allem als Rauschgiftspürhund bei der Suche nach Drogen eingesetzt wird, hat in den letzten 14 Jahren mit ihren starken anatomischen Strukturen 9 Menschen in Amerika das Leben gekostet. Nummer 7. Der Husky. Der Husky, von dem man annimmt, dass er vom Spitz abstammt, ist als Schlittenhund bekannt. Der Charakter dieser schönen Rasse, deren Sozialisierungsfähigkeiten hoch entwickelt sind und die schöne blaue Augen hat, ist ausgesprochen charakteristisch, unabhängig, stur und genießt es zu dominieren. Huskies waren in den letzten 14 Jahren für 13 Todesfälle in den USA verantwortlich. Nummer 6. Mastiff und Bull Mastiff. Diese Rasse ist in den 1860er Jahren in England zum Schutz von Häusern und Jagdrevieren entstanden und ist für ihre Intelligenz, ihren Mut und natürlich ihre beeindruckende Kraft bekannt. Er war in den letzten 14 Jahren in den USA in Angriffe verwickelt, die den Tod von 14 Menschen zur Folge hatten. Nummer 5. Amerikanische Bulldogge. American Bulldogs, die im Laufe der Geschichte von der Jagd bis zum Wachhund eingesetzt wurden, sind vor allem wegen ihrer starken körperlichen Eigenschaften als Schäferhund sehr beliebt geworden. American Bulldogs, die für ihre agile und robuste Struktur bekannt sind, waren in den letzten 14 Jahren für den Tod von 15 Menschen in den USA verantwortlich. Nummer 4. Hybridarten. Diese Hunde, die sich aus 2 verschiedenen reinrassigen oder 2 verschiedenen Rassetypen zusammensetzen, können bei entsprechendem Training genauso gute Fähigkeiten entwickeln wie reinrassige Hunde. Sie haben auch ein gesünderes und längeres Leben als reinrassige Arten. Hybridhunde haben in den USA Angriffe verübt, die in den letzten 14 Jahren zum Tod von 17 Menschen geführt haben. Nummer 3. Deutscher Schäferhund. Der deutsche Schäferhund, der häufig als Sprengstoffspürhund eingesetzt wird, ist für seine Intelligenz, Furchtlosigkeit und überbeschützenden Eigenschaften bekannt. Zusätzlich zu diesen großartigen Eigenschaften neigen sie zu aggressivem Verhalten, wenn sie nicht die richtigen Sozialisierungsfähigkeiten erwerben. In den letzten 14 Jahren hat der deutsche Schäferhund allein in Amerika 20 Menschen getötet. Nummer 2. Rottweiler. Obwohl der Rottweiler eine der ältesten bekannten Hunderassen ist, ist er für seinen schützenden und loyalen Charakter bekannt, aber er neigt aufgrund mangelnder Sozialisierung oder Ausbildung zu aggressivem Verhalten. Als Ergebnis dieses Trends wurden in den USA innerhalb von 14 Jahren 45 Fälle registriert. Nummer 1. Der Pudel. Nur ein Scherz. Pitbull. Diese Rasse, die durch ihre große Brust, ihren starken Kiefer und ihre Stirnstruktur auffällt, kann Aggressionen entwickeln, wenn sie nicht das richtige Training erhält. Pitbulls, die in vielen Ländern der Welt verboten sind, haben in den USA in den letzten 14 Jahren 284 Menschen getötet.
Ob Hybridarten oder reinrassig, jede Rasse wächst mit der richtigen Erziehung und Liebe. Wenn sie ihre Grundbedürfnisse erfüllen kann, wird die Tendenz der Aggression so viel reduziert. Wenn Sie mehr Videos über Hunde sehen wollen, liken Sie dieses Video und abonnieren Sie unseren Kanal.